Ja, liebe Freunde, auch 2024 gehen wir wieder auf große Tour. Am 30. Mai geht's los und dann fahren wir diesmal Richtung Süden. Da waren wir zwar überall schon, aber noch nicht mit Video und das werden wir euch jetzt auch alles zeigen. Genau, letztes Jahr waren wir ja im Norden von Holland unterwegs und diesmal wollen wir dann eben den Süden bereisen und wir wollen euch das mal kurz auf der Karte darlegen. Wir sind ja hier in Biddinghäusen, das ist unser Heimathafen und fahren dann hier Veluwemeer entlang und wollen hier in Nijkerk nach einer Schleuse mal übernachten und wollen dann Richtung Amsterdam fahren. Und hier in einem Ort Durgerdam, da waren wir bisher noch nicht, da wollen wir auch mal anlegen. Und da kommen dann Leute dazu, Freunde, die in Monnikendam liegen und dann dementsprechend in Durgerdam dazu stoßen. Und von da aus wollen wir dann weiter gen Süden fahren, Richtung Haarlem. Da waren wir bisher auch noch nicht. Jetzt muss ich mal eben kurz auf der Karte umgedreht suchen. Wir sind ja hier und da haben wir Haarlem. Da haben wir Haarlem, genau. Da gibt es keinen Hafen. Da müssen wir gucken, dass wir einen Platz an der Karte kriegen. Da wissen wir noch nicht, ob wir da Strom haben oder nicht. In Vorinformationen war halt, teilweise gibt es Strom, teilweise nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Genau, das wird spannend. Ne? Und dann man hat ja auch Generatoren. Ja. Das geht ja auch, dann genau. Und dann fahren wir hier weiter gen Süden, die Haarlemmer Ringfahrt entlang. Bis Warmont ist dann unser nächstes Ziel. Das ist hier, sehr schön im Grünen gelegen. Ganz tolle Yachthäfen, da waren wir schon mal. Und da wollen wir dann natürlich auch mal Stationen machen. Und von da aus geht es dann weiter auch gen Süden und wollen dann mal hier an Leiden vorbei. Und hier in Delft wollen wir dann mal halten. Das ist auch ein sehr schöner Ort, da waren wir bisher aber noch nicht. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal da wart. Nee, bisher noch nicht. Wart ja auch noch nicht da, ja, das ist ja sehr gut. Und wollen dann weiter dann hier Richtung Rotterdam fahren. Und dann allerdings noch nicht da Station machen, sondern hier nach Dordrecht. Das wird durch Rotterdam, wird bestimmt auch eine ganz schöne Fahrt. Haben wir auch schon mal gemacht, da freue ich mich auch drauf. Ja, das ist immer natürlich viel los, ne? Wobei hier, wenn wir dann auf das Hauptgewässer dann zufahren, dann ist dann der richtige Schiffsverkehr da. Das ist immer ganz interessant, dann da entlang zu fahren. Und von Dordrecht aus geht es dann weiter, hier Richtung Schelde. Und da wollen wir als südlichsten Punkt dann ansteuern Jerseke. Das ist hier. Das ist hier die Muschelstadt in Holland, wo die ganze Muschelflotte ist. Und da wollen wir dann am südlichsten Punkt Station machen. Wir waren ja, wo wir das letzte Mal da waren, in Wemmeldinge und sind mit dem Schlauchboot rübergefahren zum Muschelessen. Diesmal wollen wir direkt nach Jerseke. Und der Hafen ist nicht sehr schön, aber wir haben es da nicht weit. Hauptsache, wir kriegen wieder Muscheln. Genau, auf jeden Fall. Muscheln. Die nehmen wir dann wieder zu uns. Und dann wollen wir hier Siriksee ansteuern von da aus. Das ist hier auch ein sehr schöner Ort, ganz schöner Yachthafen. Und dann wollen wir hier entlang über Brünnisse ins Grevelinger Meer. Da sind wir vor einigen Jahren schon mal gewesen. Da kamen wir aber hier nicht weiter, weil die Schleuse damals defekt war. Und dann wollen wir hier Richtung Port Zeelande fahren. Das ist ein sehr schöner Hafen. Und das ist direkt auch der Abschlussdeich, sodass man nur über den Deich laufen muss. Und dann ist man an der Nordsee. Darauf freue ich mich besonders. Ja, das ist auch sehr schön da, das muss man sagen. Das gefällt uns immer sehr, sehr gut an. Und dann müssen wir aber, weil es der einzige Weg ist, dann wieder hier raus. Hoffen wir mal auf die Schleuse, dass die nicht wieder davon genau. ist. Vor allem nicht um Rückweg. Ja. Und dann fahren wir hier über Brünnisse wieder raus. Hier an Wilhelmstadt vorbei, da werden wir sicherlich auch nächtigen. Und dann werden wir von da aus dann Rotterdam streifen. Und dann sind wir in Rotterdam. Und da müssen wir dann diesmal wahrscheinlich getrennte Touren fahren, weil ihr ja dann schneller nach Hause müsst. Ja, wir müssen leider den Urlaub abbrechen, weil wir nach Berlin müssen, zu einem nicht so schönen Ereignis. Und deshalb müssen wir dann von Rotterdam aus zügig nach De Klink kommen, um den ICE dann zu nehmen und dann geht's ab nach Berlin. Ist ein verkürzter Urlaub. Aber wir schauen mal, wir haben jetzt noch nicht festgelegt, wie wir fahren, aber es kann sein, dass wir entweder durch Amsterdam fahren, oder eben auch hier unten, was ist das? Der Lek, der Wal? Ja, hier ist der Lek. Kann man hier lang fahren. Ja, und dann den Nieuwegen vorbei. Genau, Nieuwegen wäre ein Ziel. Und dann den Amsterdam-Rhein-Kanal wahrscheinlich, ne? Genau.
Und dann könnte man, wenn Zeit ist, über Wes fahren und in Muiden raus oder eben bis Amsterdam durch und durch die Amsterdam-Schleuse. Das ist wahrscheinlich der schnellere Weg. Aber da schauen wir mal, wie viel Zeit uns noch bleibt. Jedenfalls müssen wir am 19. im Hafen zurück sein, weil wir am 20. dann nach Berlin müssen. Ja, leider ist das so. Und wir haben noch ein bisschen länger Zeit. Wir haben von Rotterdam aus gesehen dann noch eine Woche Zeit. Und welche Rücktour wir dann nehmen, wissen wir noch nicht genau. Vielleicht auch die gleiche. Wobei, da den Amsterdam-Rhein-Kanal fahren wir nicht ganz so gerne. Dann würden wir wahrscheinlich dann hier die Haarlemmer Ringfahrt wieder entlang fahren, durch Amsterdam durch, um dann wieder in Einzelmeer und dann in die Randmeeren zu kommen. Oder, dass wir hier in Rotterdam rausgehen. Dann nach Scheveningen einbiegen, da ist auch ein sehr schöner Yachthafen, den man dann in Scheveningen nur von außen erreichen kann. Und dann von Scheveningen dann nach Eimeuden rein und dann hier den Nordseekanal an Amsterdam vorbeifahren, um so ins Eiselmeer zu fahren. Und dann geht es von da aus dann so langsam wieder nach Hause und dann sind wir hier am Ende des Urlaubs wieder in Biddinghäusen. Für uns wäre natürlich auch der Amsterdam-Rhein-Kanal nicht so schön. Also mein Favorit ist natürlich auch das Aalsmeer und dann durch Amsterdam durch, weil das ist auch eine schöne Tour. Ja, absolut. Und das würde ich natürlich gerne machen. Und ich hoffe, wir haben die Zeit dafür. Und da müssen wir in Amsterdam auch noch mal gucken. Da gibt es ja jetzt diese Vignette. Ja, wird ja gerade diskutiert, ob man die jetzt benötigt oder erst im nächsten Jahr. Das werden wir dann auf der Tour auch rausfinden. Ja, genau. Ja, um mal zu sehen hier, wir haben jetzt diese Karte benutzt. Das ist keine direkte Wasserkarte, sondern das ist eine Übersichtskarte über die Hauptwasserstraßen. Also für die Turnplanung ist diese Karte ideal. Zum Fahren selber ist sie natürlich nicht geeignet. Wir haben auch noch eine andere Karte. Das ist auch die von der ANWB, Waterkarte Nederland. Und da kann man natürlich die Strecke auch erkennen, die wir fahren werden. Und insofern sind hier auch ganz gut darstellbar und dargestellt, zum Beispiel welche Höhen die ganzen Fahrwege haben. Auch Stanze Massroute interessiert uns jetzt natürlich nicht so sehr, aber insofern ist die Karte auch ganz gut für die Übersicht, sagen wir mal so. Ne? Die Einzelheiten ergeben sich, wie der Jürgen das ja gerade sagte, dann aus den genaueren Wasserkarten. Ja. Ja, bei großen Booten kann man natürlich genau sehen, welche Strecke man nicht fahren kann. Das macht die Sache zur Planung sehr einfach, weil die natürlich die unterschiedlichen Brückenhöhen und Wassertiefen auch unterschiedlich dargestellt sind in der Farbe. Zum Navigieren benutzen wir die Wasserkarte von Biggerworks. Die hat alle Informationen, Brücken, Schleusen und so weiter drin. Die reicht völlig aus, damit kommt man komplett klar. Auf unserem Navigationsdisplay habe ich die Navionics-Karte drauf, mit der fahren wir ganz gerne, weil die mehr seemännisch ist. Und so haben wir die Kombination aus beiden Karten, ist für uns eigentlich ideal. Also freut euch drauf, wird spannend für uns auch, weil auch wir einige neue Häfen dann auf dieser Route dann haben. Und da freuen wir uns natürlich auch schon riesig drauf. Und hoffen natürlich auch, dass wir gutes Wetter haben und auch das Wetter überhaupt den Turn zulässt, so wie wir ihn uns vorgestellt haben. Und wir Mädels haben natürlich auch Spaß. Natürlich! Wie gesagt, das ist nur jetzt eine grobe Planung. Im Detail können wir das natürlich noch anpassen, je nach Wetter und Situation. Wenn es uns gut gefällt, bleiben wir länger. Wenn es uns nicht gefällt, bleiben wir kürzer. Also das ist alles offen. Das ist einfach nur, dass wir ungefähr eine Zeitplanung haben, dass wir auch wieder pünktlich zurück sind. Das ist eben das Schöne auch, wenn wir mit unserem Booten unterwegs sind, da wo es uns gut gefällt, bleiben wir einfach länger. Und wenn es uns nicht behagt, dann übernachten wir nur kurz und fahren weiter. Ja, das war ein kurzer Einblick auf unseren nächsten Turn. Und freut euch auf die Videos, die dann kommen werden. Viel Spaß dabei. Yippie, bis bald. Wir freuen uns. Und ich mache mich mal ein bisschen kleiner. Ne? Und hier sind die zwei Kamerafrauen. Genau.